Servus Leute und willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Cusco. Ja, der neue DLC ist angeblich erschienen, ich habe bisher keine Spuren davon gefunden. Man muss ihn weder kaufen noch sonst irgendwas, ich vermute, der kam einfach mit dem Patch dazu, ohne dass man da groß was machen kann. Und ja, wir werden sehen, ob er auftaucht. Ich schätze mal, dass er da ist. Er ist nirgends als DLC aufgetaucht. Aber wir sehen es ja dann an den Beraterporträts. Können wir mal schauen, ob vielleicht schon irgendwas sichtbar ist. Bin ich gerade doof? Moment, da muss ich hin. Sehen für mich nicht weiblich aus? Das könnte eine Frau sein, oder? Ich habe keine Ahnung, bei südamerikanischen Namen kenne ich mich hinten und vorne nicht aus. Aber es könnten Frauen sein, insofern gehe ich mal davon aus, dass der DLC da ist. Ja, gut, das ist eigentlich, das war jetzt die Folge, ne? Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwie. Weiß ich gerade nicht, wie ich weitermachen soll. Ich mache jetzt erstmal mit den Kommentaren weiter und dann schauen wir, was wir weiter tun. Karl Schubo sagt, wir sollen doch mal den Amazonas kolonialisieren. Also das Amazonasgebiet. Das könnte man theoretisch machen. Ich weiß jetzt nicht, ob du meinst, ob man einfach nur hier in die Richtung kolonialisieren sollen oder ob du jetzt meintest, dass wir hier rumkolonialisieren, damit wir quasi unser die beiden Ödlande hier in unserer Farbe eingefärbt bekommen. Das zweite, dass man hier rumkolonialisiert, wird wahrscheinlich eher weniger möglich sein, weil die Portugiesen dafür einfach zu schnell sind. Hier rüber kolonialisieren wollte ich ja sowieso, sobald ich meine Küste abgeschlossen habe. Das würde ich gern schon noch fertig machen. Dann geht's instant in Richtung hier Dingens, Amazonasgebiet. Ich meine, das ist alles, die Provinzen sind alles nicht alle viel wert. Sind alle nicht viel wert, so sollte das heißen. Das ist ja das Problem, die Küstenprovinzen sind halt doch ein bisschen... Ja, die sind genauso wertlos, okay. Ich sag schon nichts mehr. Hier unten sind ein paar, die man auf jeden Fall kolonialisieren sollte. So in what the fuck? Her damit. Ich sollte mal ein bisschen auf die Grundsteuer achten, wo ich ihn kolonialisiere. Ich glaube, es lohnt sich fast mehr, wenn wir sagen, wir kolonialisieren hier runter. Das, glaube ich, ist von der Grundsteuer her sinnvoller. Weil ich meine, ich muss mal hier unten schauen, ob das so weitergeht. Denn wenn ja, kolonialisiere ich eher Richtung Süden. Weil da haben wir unsere bessere Grundsteuer da vorbei. Und wir können die Portugiesen da ein bisschen abblocken unten, dass sie da nicht so rumkommen. Aber das ist eh, also dass wir da irgendwen abblocken könnten, gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass das nicht passieren wird. Einfach weil die zu übermächtig sind. Kolonialreichweite brauchen wir ja nicht, weil wir ja eh nur auf dem Festland kolonialisieren. Außer wir entdecken irgendwann mal hier, keine Ahnung, außer wir wissen irgendwann mal, wann wir Schiffe bauen. Okay, die Deutschkorrektur ist noch nicht geupdatet, sehe ich gerade. Weil wir hier Kastil haben. Meine Map-Mode-Buttons sind auch noch nicht abgedatet, leider. Aber gut, da kann ich jetzt nichts dran ändern. Meinung, brauche ich Meinung? Die sind eh alle meine Vasallen, insofern brauche ich keine Meinung. Alles ist Vasall von mir, außer Quito. Und das wird sich auch bald ändern. Ich hatte ja gesagt, wir wollten den Krieg gegen die führen, ne? Ich weiß jetzt nur gerade nicht mehr... Alter, es ist ungewohnt, ohne die Map-Mode-Buttons zu spielen, weil sich da das ganze Interface hier ändert. Ach, jetzt sehe ich ja die Kastilianer. Na, ganz toll. Ups, das wollte ich nicht. Ach, Flotten wollte ich auch nicht. So, hier wollte ich hin. Cusco. 23.000 Truppen, wobei da nur 14.000 gerade einsatzbereit sind. Quito 15.000. Heißt, die sind uns grundsätzlich überlegen. Wir haben allerdings drei Vasallen. Die reißen das so da schon rum, würde ich sagen. Und ich denke, das werden wir dann auch jetzt tun. Während wir hier unten weiter erkunden. Und schauen, dass wir da unten am... Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das Ding? Dieser, keine Ahnung, dieser Fortsatz da unten. Wie nennt man das? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin in Geografie leider nicht so gut, als dass ich das wüsste. Ist auch nur eine faule Ausrede. Eigentlich sollte man sowas schon wissen, ne? Aber gut. So, rekrutieren wir mal unser Armeelimit noch voll und dann geht's endlich gegen die Quito. Das ist ja auch schon mal ein Erfolg. Ich habe, glaube ich, schon drei Ansprüche fingiert, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann keinen mehr fingieren, genau, weil ich schon überall einen fingiert habe. Ich kann, glaube ich, auch Kriegsgründe von meinen Vasallen nutzen, oder? Okay, die haben keinen, ja gut. Soll mir recht sein. Meine Verbündeten kann ich eh nicht einberufen, weil sie meine Vasallen sind. Das wäre irgendwie schwachsinnig. Ihr bleibt mal hier. Ihr lauft dann hier rum. Direkt ins Gebiet rein. Und versucht... Oh, hi Rebellen. Das sind Chimo-Nationalisten. Okay, die könnten sich ruhig befreien, da habe ich kein Problem mit. Dann hätten wir ein bisschen weniger Probleme. Oh, das, wie knapp das ist, holy. Ja gut, das sind wieder mal Bergprovinzen, ne? Das merkt man halt gewaltig.
kannst du hier so eine Route rumlaufen? Dann muss ich nicht ständig nach dir schauen. Ja, kannst du. Das ist super. Und dann muss ich nicht dauerhaft neu... Na, ganz toll. Gut. Dann würde ich sagen... Let's hau auf der Quito ein, ne? Oder let's fail, je nachdem. Aber ich glaube eher weniger, dass die... Chancen zu versagen hier groß sind. Also gut. Gott, meine Bigger Diplomacy View-Ding ist auch nicht da. Ja, das merkt man halt, dass die Mods nicht da sind, ne? Aber jetzt ein paar Folgen können wir schon damit überleben, denke ich mal. Für euch soll es ja nicht das Drama sein. Bei mir ist es eher ein Drama. Aber gut, ich kann damit leben. Gut. Erklären wir ihnen den Krieg. Da sind auch die anderen 10.000 Truppen rumgelaufen gerade, sehe ich. Ihr versucht, meine Vasallen zu töten. Das finde ich nicht so gut. Das finde ich überhaupt nicht gut. Denn ich müsste hier kurz mal die Schlacht gewinnen. Da kann ich nämlich auch hier mit rein. Und vielleicht sogar die Jungs... Warte, das ist noch eine Verteidigungsschlacht. Jetzt nicht mehr. Schade. Aber ich muss trotzdem rein. Muss ich? Nein, muss ich nicht. Laufe ich jetzt hier wirklich rein? Nein. Ich dachte schon. Ich dachte schon, ihr seid doof und lauft hier rein. Aber ich kann halt blöderweise... ich meine, wir haben jetzt 21.000 Mann. Wir sind den mehr als doppelt überlegen. Ist das sinnvoll oder soll ich einfach belagern? Ich glaube, ich belagere einfach. Weil das hier oben wird wieder eine Bergprovinz sein, ne? Ja. Und wir haben ja schon gesehen, was Bergprovinzen mit mehr als doppelter Überlegenheit gemacht haben. Ah, perfekt. Selbsterhaltende Kolonie ist immer gut. Welche war das? Wahrscheinlich die obere, ne? Du bist selbsterhalten, genau. Dann koren wir dich gleich. Hier ist ja schon alles gekort. Und dann geht's weiter in die Küste runter. Und ja, Matara brauchen wir unbedingt... Ne, Moment, das ist hier... Die vier Grundsteuerprovinzen, dann kolonialisiere ich erstmal die drei. Na gut, die ist ein bisschen sinnfrei, aber das sollte man schon machen. Mach du das mal als nächstes. Die sollte ich mir schnappen, bevor irgendjemand anderes daherkommt. So ein Spaßvogel à la Spanien oder so. Oder Portugal, wobei ich das nicht glaube. Aber man weiß ja nie, was die so drauf haben. Gut, wir stehen uns gegenüber und können doch nichts tun. Das finde ich gut. Ja gut, ist ja nicht so das Problem. Es sind nur unsere Vasallen, die da belagert werden. Wir könnten versuchen, die hier zu erwischen. Das ist ein Dschungeldingens. Das ist nicht ganz so krass wie eine Bergprovinz. Aber wenn wir da reinlaufen, werden die kommen. Und dann sind wir unterlegen. Das ist nicht praktisch. Heißt, wir werden jetzt erstmal belagern und schauen, was passiert. Und vielleicht greifen sie uns in irgendeiner Form an. Dann haben wir nämlich den Vorteil auf unserer Seite. Finde ich cool, dass wir Handelsschiffe scheinbar bauen können, weil wir ja einen Dock bauen können, aber keine Kriegsschiffe. Die werden doch wohl irgendwie so ein kleines Schiff zusammengeschustert kriegen, mit dem man erkunden kann, oder? Zur Not nehmen sie halt so ein Floß wie bei Stranded Deep oder so. Da kommt man zwar auf dem Meer nicht weit, aber kann man ja trotzdem machen, ne? Das ist keine Ausrede. Wenn man will, kann man alles. So, du bist hier unten, meine Kolonie wird gebaut, wunderbar. Dann nehmen wir uns die vier Grundsteuerprovinzen und nehmen dann so ein bisschen die noch mit. Wie sieht es denn hier unten aus? Zwei, drei. Ja, das sind gute Provinzen hier unten. Das ist auf jeden Fall eine gute Option, hier runter zu kolonialisieren. Ich meine, die sind zwar jetzt, glaube ich, tropisch, wenn ich das richtig gesehen habe. Nee, die nicht. Aber teilweise sind sie, glaube ich, tropisch, oder? Nee, Berge alles. Steppe. Oder Ebene. Okay, sie sind nicht tropisch, dann ist das eigentlich perfekt. Weil wenn ich hier rüber kolonialisiere... habe ich teilweise tropische Provinzen und sehr wenig Grundsteuer. Es macht zwar wahrscheinlich ein bisschen mehr her vom Land, von der Form her, als so ein Küstenstreifen, aber ich glaube, es ist sinnvoller, hier runter zu kolonialisieren von der Grundsteuer her, bevor die Portugiesen hier unten auftauchen, wenn sie nicht eh schon da unten sind. Ich weiß es nicht, was durchaus sein kann. Ich sollte ein paar Söldner rekrutieren, ne? Mir kommt das gerade ein bisschen unterlegen vor alles, aber ich kann es mir nicht leisten. Ach, na ganz toll. Nehmt halt die Autonomie, wenn ihr wollt. Ich kann eh wieder ein bisschen reduzieren hier. So, das braucht man nicht konvertieren. Das ist alles kein Problem. Das ist ja alles akzeptiert. Da wird noch gekort. Das ist die Kolonie. Und jetzt haben wir langsam ein Problem. Du läufst hier rum. Würde ich jetzt dastehen, hätten wir einen Vorteil. Unser Vorteil ist jetzt aber, wir könnten die hier angreifen. Das ist eine Dschungelprovinz. Mal schauen, was er tut. Ich lasse meine Belagerung da und versuche, die abzufangen hier. Weil wenn er jetzt wegläuft... Ah, er läuft nach oben. Ungünstig. Aber wir könnten versuchen, ihn da zu erwischen.
30. Oktober. Wo läufst du hin, mein Freund? Hier runter. Kann ich dich da noch abfangen? 11. November, 14. Nein, kann ich nicht. Schade, sonst hätte ich ihn... Ich muss ihn halt in eine Verteidigungsschlacht irgendwie verwickeln. Dass ich verteidige, ne? Er läuft nach hier rein. Das kann er machen, da kann ich nämlich angreifen. Tut er aber trotzdem nicht mehr, weil die Truppen rein sind wahrscheinlich jetzt, ne? Ja, der weiß auch nicht, was er tun soll hier, ne? Hm. And now? Let's have fun, oder wie? Moment. Ach ja, ich könnte jetzt eine neue Kolonie aufmachen. Ist das sinnvoll? Ist die wertvoll? Naja. Es kostet mich halt ewig viel, weshalb das nicht so praktisch ist, weil es mich dann in die Pleite treibt. Ihr greift jetzt... Wollt ihr da wirklich angreifen? Sehe ich das gerade richtig? Ich sehe das richtig. Ist das eine gute Idee? Ich glaube nicht. Die flüchten aber. Warum flüchten? Okay, haben sich's anders überlegt. Was machen die? Ich ziehe mal meine Truppen sicherheitshalber wieder zusammen. Einfach weil ich die Befürchtung habe, genau, dass sie das tun. Lass sie mal reinlaufen. Wenn sie es tun. Dann haben wir nämlich einen Verteidigungsbonus. Sie laufen aber nicht rein, aber sie laufen hier unten rein. Vielleicht. Moment. 25. 28. Sie schaffen es aber nicht mehr. Schade. Dann hätte ich sie nämlich wunderbar erwischen können, wenn sie jetzt hier mit den 6000 kämpfen. Ich verfolge die aber jetzt mal. Und schaue, ob sie hier irgendwo in eine Verteidigungsschlacht geraten. Das schaffen sie. Und jetzt komme ich nämlich von oben, wenn ich es noch rechtzeitig schaffe. Und... Oh, oh, kommt. Go, 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 go. Ihr schafft das. Ich will in keine... nein! Ich will in keine Angriffsschlacht fallen da. Oder, das ist eine Küstenprovinz. Das können wir machen. Küstenwüste ist auch gut. Das können wir machen tatsächlich. Schaffen wir die noch? 15.11. Das schaffen wir. Und dann können wir nämlich die erstmal vernichten. Die helfen ihren Kollegen nicht mal, was ziemlich interessant ist. Verschanzen die sich hier oben wahrscheinlich, ne? Ah, die belagern. Dann jagt... Nee, ich jag die nicht, weil sonst hauen die meine Belagerung kaputt. Was wahrscheinlich durchaus wahrscheinlich ist, dass sie das tun, ne? Nee, tun sie aber nicht, scheinbar. Nee, die belagern hier oben, okay. Weil das dürft ihr gerne machen, ich greife euch da jetzt auch nicht an. Wir haben auf jeden Fall mal in Sieg errungen, leider nur Niederlagen durch meine Verbündeten, oder Vasallen besser gesagt. Das lässt sich aber hoffentlich ändern. Ich kann jetzt Tempel bauen, das ist super. Dann kann ich mir nämlich schön Grundsteuer kaufen hier. Was ja doch nicht zu verachten ist, ne? Ich mache es jetzt erstmal in den stärkeren Provinzen, wie immer eigentlich. Ich muss halt schauen, dass ich ein bisschen spare. Ich habe zwar Geld, aber Machtpunkte sind bei mir halt recht wertvoll. So, die Armee der Quito ist ja schon ein bisschen geschrumpft. Ich schaue jetzt erstmal, dass ich im ersten Krieg vielleicht die Shimu freilassen kann. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt machen kann hier. Die Shimu kann ich auf jeden Fall entlassen und ich könnte auch die entlassen. Ja, wir schauen, was geht. Wenn wir überhaupt gewinnen, das ist ja noch nicht gesagt. Auch wenn es gerade ganz gut aussieht eigentlich. Es gab ja noch keine wirkliche Entscheidungsschlacht. Meine Verbündeten versuchen es immer wieder hier reinzulaufen und schaffen es nie. Ihr dürft nicht angreifen, Jungs. Aber gut, gerade wurden sie auch nicht angegriffen und das hat den... Das hat irgendwie bescheuert. Na gut, wenn er meint, ne? Hat ja funktioniert. Was macht ihr? Ich hoffe, ihr lauft hier runter irgendwie. Kann man euch das... Moment. Wer bist du? Du bist... Das, die ich mal sollen hier unten belagern. Dann schicke ich mal hier noch die Hyula. Hyula oder wie auch immer man die ausspricht. Die in diesem Krieg irgendwie überhaupt noch nichts gemacht haben. Oh, da kommen die 8000 Jungs hier von oben zurück. Wenn ich das jetzt in den Stich lasse. Moment. Greift ihr wirklich an? Nein. Schade. Ich kann sie ja gerade nicht allein lassen. Weil sonst kommen die von oben und hauen mich kaputt. Was... für die Belagerung jetzt nicht sehr produktiv ist. Ihr lauft auf die drauf. Das könnt ihr machen, denn dann werde ich euch helfen. Du läufst hier oben lang, von mir aus. Jetzt wirst du zerstört, liebes Quito-Reich-Gedönse. Das war jetzt eine schlechte Idee, da reinzulaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, für die. Oh. Da ist es jetzt unpraktisch.
So, kann ich die jagen? Die sind ja sicher da. Die werden hier wahrscheinlich nicht angegriffen. Das ist eine Bergprovinz, die werden sie den Teufel tun oder angreifen. Gehe ich zumindest mal stark davon aus. Kannst die verfolgen, Junge. Ist kein Problem. Es sind nur noch 3000 Mann, das werden wir doch wohl schaffen. Nur leider sind wir zu langsam, ne? Ich meine, wir können sie vielleicht wipen da oben. Und dann haben wir immer noch das Problem mit den Jungs hier unten. Ah, perfekt. Ein schöner Wipe. Danke sehr. Das Problem ist jetzt natürlich, meine Truppen sind hier ein bisschen exponiert. Ich meine, hier sind die einigermaßen sicher. Wenn die Belagerung vorbei ist, werde ich die zusammenziehen wieder. Aber meine andere Armee hier oben ist gerade ein bisschen weit weg von der. Was mich etwas stört. Und die Wheeler, oder wie auch immer man die ausspricht, machen immer noch nichts. Was mich doch etwas beunruhigt. Seid ihr etwa Verräter? Arbeitet ihr insgeheim für die Quito? Hä? Wollen wir uns rechtfertigen? So. Grundsteuer. Immer her damit. Solange es geht. Geld ist immer gut. Gibt es hier unten eigentlich. Moment, okay, das muss ich mal was schauen. Ich sehe hier nicht, was es gibt. Vielleicht gibt es hier im Amazonas ein paar Goldprovinzen. Das könnte durchaus sein. Aber mir ist ehrlich gesagt Grundsteuer lieber. Weil mit Gold hat man wieder Inflationsprobleme. Und da wir ja eh schon relativ viele Goldeinnahmen machen und relativ viel Inflation auch bekommen, will ich das nicht noch ins Extreme treiben eigentlich. Ich könnte jetzt Kriegssteuern erheben und Söldner ausheben, ne? Es wird gehen. Es bringt mir nur leider nicht relativ viel. Ich kann sie so oder so nicht angreifen, solange ich nicht drei, vierfach überlegen bin, ohne dass ich horrende Verluste mache dabei. Das ist halt das Problem gerade. Oh, perfekt. Kolonialrausch ist immer gut und Kalama wird gleich fertig. Wenn wir dann mit dem Krieg fertig sind und die Quito geschwächt haben, können wir ja mal schauen, dass wir unsere drei Vasallen hier mal annektieren. Zumindest mal die beiden, damit unser Land an die Quito grenzt. Den können wir ja noch lassen hier oben, ist ja kein Problem. Würde mich auch freuen, wenn die mal kolonialisieren würden, aber ich glaube nicht, dass die Ideen dafür haben, oder? Die haben noch gar keine Idee, ne? Nope. Okay. Dann hat sich das ja eh erledigt. Also ihr versucht euch hier zu versammeln, das finde ich nicht so geil. Ich hoffe mal, die schaffen es nicht allzu stark. Okay, sie wollen noch gar nichts, das wundert mich weniger. Ja, das ist Paradox-Übersetzung. Wir haben die Belagerung Sieg. Das ist die beste Übersetzung überhaupt. So, da die Jula überhaupt nichts machen wollen, jetzt machen sie irgendwas? Okay. Ich verstehe die Jungs nicht. Wer ist das hier? Du, da oben hoch. Die bleiben stehen. Was machen die da? Warum die eine Angriffsanimation gerade? Hä? Gegen wen führen die Krieg? Ach, die haben einen Ausfall gemacht hier wahrscheinlich, ne? Oder haben angegriffen. Ja, gut, man kann es auch so machen, ne? So ist es nicht. Wird ihnen nur nicht allzu viel bringen, fürchte ich. Also, was machen sie jetzt? Wahrscheinlich laufen sie hier hin oder irgendwo hier oben, ne? Ich meine, sie können überall hin marschieren, aber es. Ach, wenn ich jetzt eine Truppen in der Nähe hätte, hätte ich sie so schön angreifen und wipen können bei der Moral. Aber jetzt ist natürlich keiner mehr da, ne? Das war jetzt wieder super optimal, was ich da gemacht habe. So, du befolgst meinen Befehl, es ist gut. Perfekt. Okay, ich habe sehr viel Missionsauswahl, ich merke schon. Das werde ich aber nicht machen, weil ich jetzt Gebäude baue. Und dann würde sich das ja irgendwie ein bisschen widersprechen, ne? Okay. Das kann der Korn. Was nehmen wir denn jetzt hier? Der macht einfach mal an der Küste weiter, während er hier ein bisschen in der Inselwelt, in der Innen. Ach. In der Nicht-Küsten-Dick-Provinzen hier kolonialisiert. Ich weiß nicht mehr, wie man das nennt. Ich habe den Namen vergessen. Tut mir sehr leid. Mein Deutsch ist mal wieder extrem Premium. Inlandsprovinzen, genauso in der etwa nennt man das. Oh Mann. Nehmen wir das. Stabilität ist mir gerade wertvoller. Ich kann ja theoretisch auch sowas wieder machen. Oh, ich muss im Frieden sein. Okay. Aber ich krieg halt dann. Aber das sollte ich eigentlich mal machen, ne? Moral der Armeen plus 5 wäre auf jeden Fall nett. Ich glaube, das nächste Mal nehmen wir dann Moral der Armeen plus 5. Gegen die Europäer wäre das auf jeden Fall sehr nützlich, glaube ich. Wobei da wahrscheinlich
eh kein Kraut gegen die gewachsen ist, fürchte ich, aber gut, man kann es ja mal probieren. Vielleicht kommt ja was raus dabei, ich weiß es nicht. Was ist denn das jetzt hier? Hofmeisterproduktion. Ich sollte mal aufpassen, dass ich den Krieg nebenbei nicht verliere, wenn ich hier rumgeister und Gebäude baue. Das wäre nämlich nicht so praktisch. So, Geld ist wieder weg. Du läufst jetzt hier rüber. Erwischst du die noch? 15. November, 12. November. Du erwischst die noch. Das heißt, wir werden eine Belagerung abspalten und dann dazu stoßen, weil das eine Verteidigungsschlacht wird. Oh, das wird eng. Nein, du bleibst hier. Das war zu eng. Ja, das war ein sauberer Wipe. Das war natürlich toll. Ist das eine Bergprovinz hier? Ja. Aber gut, es ist halt schon. Achtfache Überlegenheit zeigt sich ja dann doch so ein bisschen. Jetzt können sie nur nicht mehr allzu viel tun. Ist das hier unten Berg? Nein, das könnten sie tun sie auch. Natürlich. Warum auch nicht? Moment. Kann ich das hier... nein, nicht die Belagerung, sondern die... Das muss ich manuell machen. Startet die Schlacht? Na komm. So. Du rein und du rein. Und dann schauen, dass so viel wie möglich drauf geht. Vom Gegner. Na komm. Perfekt. Das dürfte eigentlich ein Sieg für uns sein. Wunderbar. Danke sehr. Das heißt... Moment. Wie war denn das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Aber ist doch egal. Bleibt einfach so stehen. Ihr spaltet die Belagerung ab und jagt die. Dann machen wir Jagd auf Quito-Soldaten. Wo sind die hin? Hier und hier hinlaufen sie, okay. Da könnten wir sie wipen. Und dann könnten wir theoretisch Teppich belagern. Wenn wir sie wipen können. Was recht knapp wird, weil die ja wieder in der Bergprovinz stehen ist, habe ich mal wieder übersehen. Es wurde kein Wipe, schade. Aber wir haben irgendwas gewonnen. Oh, da oben sind die Ichma. Cool, danke. Finde ich cool von euch, dass ihr da oben rauflauft und mir hier hilft. Helft, nicht hilft. Das ist ein bisschen komisch. So, das war jetzt ein Wipe. Danke sehr, Spiel. So, hier hoch und dann haben wir gewonnen, würde ich sagen. Ne, Moment. Moment, Moment. Erstmal hier entlagern und dann hoch. Sonst geht es wieder schief. Ach, könnt ihr hochlaufen. Muss meine Hauptarmee bleibt hier unten, dann es geht schon. So. Dann würde ich sagen, haben wir den Krieg gewonnen. Da sind zu wenig Leute drin. Okay, können wir ändern. Kein Problem. So, Ideen. Ja, brauche ich gerade eigentlich nicht. Nein. Ich werde bestimmt jetzt keinen Frieden machen, tut mir leid. Jetzt, wenn ich 100% erreichen kann, erreiche ich auch 100%. Können wir auch mal schneller machen. Oh, ich bin bei 23 Minuten. Das heißt, wir werden den Krieg in der nächsten Folge beenden. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Und bis dahin. Servus.